Hallo und herzlich willkommen zum dritten Boss von Naxxramas, dem Konstruktviertel. Also insgesamt jetzt der Boss 11 müsste dann schon fast sein, oder? 10, 11? Nee, Blut 12 sogar. Blut frisst unsere überschüssigen Zombies. Ihr würdet eigentlich auch einen guten, überschüssigen Zombie abgeben. Ja, das denke ich nicht ganz. Seine Fähigkeit ist... Oder seine Heldenfähigkeit ist, setzt das Leben aller Diener auf 1. Und da dachte ich halt eben sofort natürlich an ein gutes altes Zodic, welches ich auch hier zusammengestellt habe. Ihr seht es auf der linken Seite. Klar, ich habe nicht alle Karten, deswegen musste ich da ein bisschen variieren. Aber ihr könnt ganz normal mit einem Zoo starten. Also das geht perfekt bei dem Ganzen. Ich habe ein paar Tanks noch extra mit reingenommen, damit wir uns einfach gegen seine Fähigkeiten ein bisschen wehren können. Beziehungsweise gegen seine Diener halt eben wehren können. Und ja, lass hier einfach mal auch alles so direkt drauf. So, Runde 1. Ja, wir können direkt hier einen Tank spielen. Nehmen wir einfach raus. 04 macht eh nichts kaputt. Kriegen wir rein. Er macht seine Waffe. Die übrigens bei jedem Auslösen von einem Todesröcheln-Effekt sich um 2 Schaden erhöht. Das heißt 3, 5 und so weiter. Das heißt, wir müssen wenn möglich probieren, keinen Todesröcheln-Effekt auszuspielen. Das müssen wir halt eben durch unsere Fähigkeiten oder durch unser Deck halt eben entsprechend ausgleichen. Deswegen lasse ich hier unten. Wenn wir das deklarieren wollen, dann immer wenn seine Waffe gerade eben weg ist und er noch keine neue Waffe hat. Ich buff hier mal schnell unseren Wichtel und gehe ihm direkt mit 5 ins Gesicht. So, er spielt ein Skelett. Wir ignorieren das komplette Skelett. So, wird hoffentlich nicht direkt auf uns gehen. Wenn wir jetzt das Ganze nämlich killen, dann haben wir das Problem, dass er stärker wird. Deswegen spiele ich den Armani Berserker, um da einfach ein bisschen eine Ablenkung haben. Vielleicht bufft er uns das Ganze ja auch. Und ich gebe die Runde frei. Wir müssen noch 2 Runden überleben mit dem. Er setzt alle auf 1 runter. Und vernichtet unseren Wichtel, hat dadurch allerdings nur noch 15 Leben. So, nochmal einen rein. Er geht da drauf. Setzt seine Waffe nicht entsprechend ein. Und wir könnten jetzt entweder einen von den Vierer wegtun oder ich spiele hier einfach unsere junge Priesterin, die sehr, sehr passt zu dem Deck. Und... Wen soll ich töten? Ja, wir setzen noch einen... Wir machen noch beide zu einem... Ne, sollen wir's? Ja, wir machen beide noch zu einem Tank, einfach damit beide halt eben ein bisschen verschwinden. Er spielt sich noch einen großen Tank drauf, zerstört unsere junge Priesterin und geht uns direkt ins Gesicht. Gut, perfekter Moment eigentlich. Den Tank können wir damit wegmachen, kriegen dadurch auch unsere Skelette weg. Hier unten unsere Schildmeisterin überlebt. Und wir könnten, ach, hätten wir den gleich direkt gespielt, hätten wir ihn gleich gebufft, aber ist auch okay, meine Güte, lassen wir drin. Er hat eh nur noch 7 Leben und das Ganze können wir jetzt auch direkt beenden, wenn ich das richtig sehe. Ja, sieht sehr gut aus. Wir haben da unseren Armani-Berserker, den wir eigentlich nur auf 5 buffen müssen, dann haben wir das Ganze drin. Und hier haben wir den Blutsauger, der macht 2 Schaden und stellt 2 wieder her. Das heißt, einmal drauf, damit haben wir ihn gebufft, spielen noch einen Leerwandler. Dann können wir auch nochmal eine Karte ziehen, vielleicht kommt ja noch irgendwas Gutes. Und gehen ihm direkt hin. Also ihr seht, eine schöne, einfache Methode, wie man... Nein! Ihr wird jetzt alle meine überschüssigen Zombies fressen! Kannst du aber essen. Ja, ihr seht, eine einfache Methode, um halt eben den guten Glut hier zu besiegen. Dafür kriegen wir jetzt auch den Zombie-Fraß. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns gleich in einer neuen Runde. Und dann geht's zum letzten Boss dieser Naxxramas-Runde. Und danach natürlich dann auch zu den Herausforderungen und den Heroischen. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und bis dann. Ciao! Hearthstone, Heroes of Warcraft.
Der Fluch von Naxxramas. Ein Hearthstone-Abenteuer.